Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Ihnen 2.de Prios. Ja, ich habe den ersten Nemre von Vasopilami mit aufgenommen. Hab das so ein bisschen zusammengecuttet. Und müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ich sowas bringe, habt ihr es lieber, wenn ich alles zeige, dafür halt verschnellert? Oder lieber wie hier so zusammengeschnitten und quasi dann nur die Highlights? Wenn ihr wissen wollt, wie das hier Ganze funktioniert, dann könnt ihr das auch gerne mal schreiben, das ist gar kein Problem. Dann mache ich ja eine Art Tutorial oder beim nächsten Run oder so. Dann erkläre ich halt, wie jede einzelne Ebene geht und das war's dann. So, letztes Video habe ich ja ein paar Poster quasi verschenkt. Das Problem dabei ist, es haben halt die ersten fünf, die geschrieben haben, gewonnen. Das steht nach wie vor fest. Das Problem dabei ist, wenn ich auf die Kanäle von denen gehe, dann kann ich denen keine Nachricht schreiben. Das heißt, ich blende die jetzt einfach mal ein. Die fünf Leute, die gewonnen haben, die müssen mich bitte anschreiben. Und dann kriegt ihr dann die besagte E-Mail mit der E-Mail-Adresse, wo ihr eure Adresse hinschicken müsst. Und dann kriegt ihr das umsonst zugeliefert. Wirklich umsonst, da haben auch Leute gefragt, ja, was soll das denn kosten? Nee, das ist komplett umsonst. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es Poster gibt. Wir wollten jetzt nicht unbedingt in jedem Video oder so jetzt Poster quasi verschenken. Deswegen einfach mal so ein bisschen random. Das heißt, ja, wenn ihr so ein bisschen sneaky seid, könnt ihr einfach mal unter jedem Video, was ich poste, einfach mal so, ich will ein Poster spammen quasi. Erhöht auf jeden Fall eure Chancen und ja, ich lese sowieso alle Kommentare, das ist dann auch nicht so schlimm. Kann natürlich dann sein, dass dann keine Poster irgendwie verschenkt werden, wie zum Beispiel in diesem Video. Aber so erhöht ihr auf jeden Fall eure Chancen und mir ist es im Endeffekt egal. So, das heißt, die fünf Leute, die gewonnen haben, das mit den Ohrringen da einfach mal ignorieren. Nur ich habe mir gedacht, ich mache am besten einen Screen von allen, damit ihr seht, okay, das waren wirklich die fünf ersten. Und wenn ich da irgendwie rumgeschnibbelt hätte, dann hätte das komisch ausgesehen. Deswegen, habe ich das so gemacht. Ich wollte so ein bisschen übers YouTuber-Dasein sprechen. Hab mir da so ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist auch jetzt gar nicht mal die erste Aufnahme, sondern ich glaube die vierte, weil immer irgendwas meine Aufnahme gesprengt hat. Da klingelt mal das Telefon oder da kommt mal ein Krankenwagen. Ist halt minimal nervig, aber hey, Qualität muss stimmen. Das heißt, wenn es 1000 Versuche braucht, dann mache ich auch 1000 Versuche. Aber ich hoffe natürlich, dass ich es hinbekomme, weil es schon nervig und das ist zum Beispiel ein kleiner Nachteil von YouTuber-Dasein, dass wenn man selber Ansprüche hat, dann hat man halt auch Arbeit, ne? Also, das definitiv. Und da könnte man dann halt auch als Nachteil so, mit einbringen. Zumindest bei den kleineren YouTubern. Und ja, da zähle ich ziemlich viele zu. Von der Arbeit, die man reinsteckt, bekommt man halt ziemlich wenig zurück, wenn man überhaupt Werbung schaltet, weil man kriegt mittlerweile pro 1000 Klicks nicht mal mehr einen Euro oder so. Das ist halt momentan so. Aber ich mache es zum Beispiel gar nicht mal wegen der Kohle oder so, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht, Leute zu unterhalten. Und es ist cool, quasi eine Community zu haben. Das ist zum Beispiel einer der größten Vorteile überhaupt. Also ich habe zum Beispiel auch noch den, sagen wir mal, es ist ein Vorteil, das liegt halt mit daran, dass ich nicht so der Hibbeligste bin, sondern ein chilliger Typ, der einfach Spaß dran hat, Leute zu unterhalten. Mehr ist es ja nicht, was ich hier mache. Und ich habe zum Beispiel eine Community, die 8,3% sind unter 18 und der Rest sind alle über 18. Hab mich letztens tatsächlich doch, ein bisschen überrascht zumindest. Ich weiß auch, die Leute, die meine Facebook-Seite liken und so, die sehen alle nicht wirklich aus wie 13 oder 14. Klar gibt's auch, und da ist ja überhaupt nichts Schlimmes dran oder sonst was.
Ist halt nur so, dass man sieht, dass mein Content, den ich bringe, eher Ältere anspricht. Und ja, das war alles eigentlich. Worauf ich aber hinaus wollte ist, ich hatte ja zum Beispiel mal auf Facebook gepostet, dass ich eine Maus bei mir in der Wohnung gefunden habe. Und, oder laufen gesehen habe quasi. Hab dann gepostet, ja hey, heute wird das leider nichts mit dem Video, weil Maus und so weiter. Ich räume jetzt erstmal meine Wohnung um, so dass ich weiß, wo die herkam und so weiter. Und mich hat tatsächlich jemand angeschrieben, der als Schädlingsbekämpfer arbeitet. Und ich wollte die halt auch nicht irgendwie umbringen oder sonst was. Das, hätte ich nicht mit mir vereinbaren können. Und deswegen habe ich dann auch so ein bisschen mehr nachgefragt. Und das hat alles super geklappt. Und das ist halt so ein mega, mega Vorteil. Das heißt, und es macht halt auch mega viel Spaß. Das ist so mit das Größte. Egal, worüber du redest oder so, es schreiben nicht immer Leute an, hey, sehe ich genauso. Oder schreiben mich auch Leute an, hey, nee, gar nicht. Und das ist genauso unterhaltend. Dann kann man mit dem ein bisschen schreiben. Und dann hat sich die Sache zum Beispiel auch wieder. Ist ja dann keine Streitigkeit oder sonst was, ne? Also das ist mit eins, was am meisten Spaß macht. So das eigene Community-Ding quasi. Ja. Ich hatte es ja eben auch schon so ein bisschen mehr oder weniger gesagt. Es könnte ein Vorteil sein, dass es halt Tausende sind, die dann quasi deine Sachen hören. Kann aber auch ein Nachteil sein. Denn alles, was du sagst, wird von Tausenden gehört. Das heißt, wenn du irgendwie was sagst, was irgendwie falsch rüberkommt, was eigentlich gar nicht deine Intention war, was du gar nicht sagen wolltest oder so rüberbringen wolltest und hast es komplett anders gemeint, hören dann tausende Leute. Und das Problem dabei ist, es kann ganz schnell, so schnell ein Shitstorm kommen. Das ist unglaublich. Ich hatte per Zufall irgendwie über ein Beef von zwei YouTubern was mitbekommen, habe mir das eine Video von denen angeguckt und der hatte 120 Dislikes, 120.000, sorry, ist ein kleiner Unterschied, 120.000 Dislikes. Klar, von Likes oder so ist halt, ja, siehst du halt, ob ein Video ankam oder nicht, bringt dir sonst nichts, rein gar nichts. Und ja, also ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, ne? Also, da die Beef-Geschichte ist mir eigentlich egal. Hab dann auch nicht weiter gehört oder so. War mir dann ziemlich egal, weil ich die Leute auch gar nicht kannte, so. Aber egal, was man sagt, es wird von Tausenden gehört. Und es wird, wenn es nur die Möglichkeit gibt, es wird immer ins Negative ausgelegt. Das ist nun mal so. Das ist leider so, weil, ja, weil halt immer so die Sensationsgier da ist. So aller Bild-Zeitung oder sonst wo, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Und das ist so mit der größte Nachteil. Ich sehe gerade, das Video ist so gut wie vorbei, da war gerade der Kill. Wenn ihr davon einen zweiten Teil haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Ja, ich habe halt bei Nemre gemerkt, mir fehlt ein Diamant mit FKS Widerstand und auf jeden Fall ein Jade, weil der hat mich so umgeholzt, das war unglaublich. Ja, also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber wir haben ja Zeit, wir machen das alles. Das werdet ihr auch alles sehen. Und das war's jetzt für dieses Video, das Outro hat schon angefangen. Wenn ihr in der Mitte klickt, da ist ein schönes anderes Video. Und wenn ihr links unten klickt, genau, dann könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Und für alle Handynutzer, die Links findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. So, das war's von mir. Alle Social Media Links findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.